da schlängelt sich unser Zug durch. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen mehr Züge. Oder den Bahnhof. Werkzeuge für Maschinen, Werkzeuge Donburg. Oh, echt? Oh, 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 oh. Hier haben wir doch 160 Meter, oder? Ja. Wie alt sind die? 31 Jahre. Okay, dann schauen wir mal hier rein, was wir denn haben. Ah, wir haben ja die schon. Aber die macht nur 4000. Die macht 8000. Puff. So, wir haben jetzt irgendwie so eine billige da, die da. Wir könnten die hier ransetzen. Die mit Güter. Mit den hier, das ist die Frage, der nimmt fest Werkzeuge mit. Das heißt, einer nimmt fest Werkzeuge mit und einer nimmt fest Maschinen mit, oder wie läuft das hier? Okay. Aber ich habe ja gesehen, Maschinen sind ja nicht so nachgefragt. Oh, doch auch. Dann machen wir beides rein. Das ist natürlich logisch. Das heißt Maschinen 1, 2, 3. Werkzeuge 1, 2, 3. 4. Jetzt müssen wir überlegen, 4, 5. Bringt 30 mehr Kapazität. 5. Würde ich da hier noch einen dahinter hängen? Ne, nicht mit Maschinen, sondern mit Werkzeug. So. Sofort ersetzen. 33 Millionen ist okay. So, der wurde noch nicht ersetzt. Der hier wurde ersetzt. So, fahren wir einmal wieder mit. Braucht ewig. Ach gut, das sind noch Flügelsignale. Da haben wir noch einen Hubbel drin. Na, beschleunigen tut er gut. Noch. Nee, also wir haben ja 160 Meter, mehr können wir ja eigentlich nicht machen. Also wir sind hier, sagen wir mal, schon gut dabei. So, ich hoffe, da kommt jetzt kein Zug. Doch, da kommt gerade einer. Aber wir haben als erstes grün. Ah, weil das der Zug ist. Sehr schön. Das passt ja eigentlich perfekt vom Timing. Einen. Alter Schäde. Eine riesige Wolke ziehen die hinter sich her. Muss man abbremsen, weil da ein Züglein steht oder gerade rausfährt.
Okay, ist ja jetzt kein Problem. Was wir machen könnten, ist hier ein Ausfahrsignal. So, der muss jetzt warten, weil hier die Kunststoff belegt ist. Stahl geht zurück. Ist schlecht. Wir verlieren richtig heftig. Wir brauchen mehr Stahlzüge. So, ich kaufe mal ganz kurz einen Stahlzug. Ja, da hängt der die dran und hängen von dem da dran so viel wie es halt geht. Genau, Stahl, Alum. So, und die, wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Hier haben wir sie. Die Kunststofflinie. Die schicken wir jetzt. Die schicken wir jetzt auch auf dieses Gleis. Ja. Mit Stefan Mama. Ja. Habe ich ja schon wieder gekriegt. Ja. So, kurzer Schnitt. Das sieht jetzt zwar nicht schön aus, weil die ineinander fahren. Also wenn wir es hier machen. Wenn wir es hier machen. Zack. Das kann eigentlich mal weg. So, dann brauchen wir hier nämlich den kleinen Takt. Genau, weil dann geht nämlich die Linie, geht dann darüber. Das heißt hier rüber, zack. So, ich hoffe, das macht jetzt weniger Probleme. Was? Nein, 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 du hältst mir an. Ja, weil du blockierst jetzt mir jetzt nicht hier den Kunststoff zu. So, Stahl, Alum. Okay, müssen wir hier noch was reinmachen? Hier am besten auch. Jetzt schauen wir mal, dass es das alles so geht. So, die DKW würde trotzdem gebraucht. Warum fährt jetzt der Stahlzug auch darüber? Oh nein, oh nein.
Nein, Stahl. Oh. Stahl, du fährst doch logischerweise dann da. Oh nein. Stahlalum. Stahlalum. Was? Nee, du fährst schon da rein. Stahlalum. Boah, echt jetzt? Wo können wir denn... Ich kann nämlich erst ganz da hinten losfahren. Das ist ziemlich bescheiden. Wollen die beide da reinfahren? Oh Gott. Die Dick. Oh, die BR-218, sehr schön. So, der wird aber bremsen müssen. So gut, der fährt jetzt halt leer daher. Ach du Heilige. Das ist leer. Stahl ist leer, Stahl ist leer. Die zwei muss ich jetzt mal eintakten, das gibt's ja nicht. So, du bleibst jetzt da mal stehen und wartest jetzt mal auf deinen Kollegen, ja? Ja, das habe ich dann lieber so, weil dann warten die Züge hier, aber haben immer eine volle Ladung Stahl dabei. Das ist gut. So. Das ist okay so, die können da ruhig warten. Das macht nichts. Wir haben keinen Kunststoff mehr. Kunststoff kommt. Kunststoff kommt. Wo ist denn der nächste? Gott, der hat das aufgeladen. Ja, da geht der mal... haben wir sozusagen noch einen Sprinter rein. Hup, 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 hup. Hauptsache mal gehupt wahrscheinlich. Ah, okay, der kommt jetzt gar nicht mehr nach. Hup, hup. Na gut, dann fahren die halt nicht voll. Aber so können wir das auf jeden Fall lösen. Okay, warum steht jetzt hier kein Zug mit Stahl bereit?
du die Ausfahrt muss hier grün bekommen. Na, von mir aus könnt ihr alle warten, aber der Stahlzug hat grün, wenn er rausfahrt. Damit das klar ist, damit das auch alle wissen und verstehen. Kunststoff war gerade leer, aber wir sind jetzt hier wieder ordentlich hoch, das ist okay. Stahl ist leer. Fahren aber auch nicht komplett voll. Jetzt ist hier das Bedürfnis hochgegangen auf 1,4. Oh ja, wir sehen hier, die Produktion steigt. Die Produktion steigt an und zwar sehr schnell. Ja, wir sind gleich oben auf dem Maximum. Ich glaube, wir brauchen hier... Oh Gott, jetzt kriegt er auch noch grün. Ich glaube, wir brauchen Verstärkung durch Holz. Kriegen wir hier irgendwo Holz her? Gar nicht, das habe ich doch glaub, letztes Mal schon geguckt, gell? Ja, Holz, Holz. Holz, Holz, Holz. Da hinten ist ja gar nichts mit Holz, ey. Boah. Na gut. Ja, das war noch wieder meine Aufnahmesession mit Transportfieber. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der Beschreibung habe ich eine Straw Pool reingesetzt, wo ihr mal gerne mitmachen könnt. Und zwar geht es da um die Season 2, wann wir die starten sollen, weil es geht ja auch nach euren Wünschen. Vielleicht wünschen sich ja manche, dass sie gleich gestartet wird oder je nachdem. Da würde ich dann halt gerne die Abstimmung abstimmen lassen oder euch abstimmen lassen. Denn ich möchte natürlich nicht hier allein verantwortlich sein, das ist natürlich logisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.